T-Shirt ist ja besser als ein Flugblatt, weil das hat man immer den ganzen Tag, das trägt man überall. Und ich denke, die Leute sehen sich genau nach dem, was sie mit unserer Regierung Merkel, die ja seit über 12 Jahren jetzt die Regierungsgeschäfte leitet, nicht haben. Also sie sehen sich nach innerer Sicherheit, die wir ja immer mehr durch diese, unter anderem, das kam ja auch durch diese Flüchtlingskrise, wurde es ja, die im Herbst 2015 war, wurde es immer mehr noch befeuert. Aber die Empfindung hier ist, dass man denkt oder glaubt, dass dieser Mann sich hier halt für die Interessen seines Landes einsetzt und eben eine solche Regierungspersönlichkeit, das in Deutschland. Und also, dass man genug hat von diesen weichgespülten und oft in ihren Entscheidungen gegen die eigene Bevölkerung gerichteten Politikern. Ich meine, wir verkaufen zwar auch Trump-T-Shirts, aber Putin-T-Shirts, der strahlt schon, das hat eine maskulinere Ausstrahlung. Also das, ich denke, das sind ganz, ganz verschiedene Leute. Also es werden möglicherweise sind da auch wirklich Russen dabei. Dann sind es Leute, die erst jetzt in den Jahren 2014 bis 2018 im Zuge dieser Wahrheitsbewegung, die jetzt glauben, eben zu erwachen, die den Medien generell zu misstrauen. Und wenn von den Medien ständig das Feuer kommt, Putin ist böse, Russland ist böse, die Sanktionen müssen verlängert werden, dass da so eine Kontrahaltung dann entsteht, dass die Leute dann natürlich glauben, na, wenn die alle geschlossen gegen den Putin und gegen Russland schießen, dann trage ich einen Putin-Shirt, weil womit kann man mehr provozieren?